One, two, three, four. Ui. Kennt ihr der Gitarrist von Queen, ne? Brian May? Ja. Ist doch so ein großer, lockenhaariger Mann. Der sieht aus wie er, nur so in der kleineren Version. Ja. Aber er spielt gut. Er spielt gut Gitarre. Mhm. Oh ja. Oh, krass. Hat er da so eine Loop-Station? Nee, das ist normaler. Wenn man sich die Gitarre auch so anguckt, dann spielt er die schon sehr lange. Oh ja. Oder die ist einfach Vintage? Vintage? Nee, der spielt geil. Der hat so eine Strumming-Technik. Du spielst auch, Luke, ne? Ja, der loopt auch. Ein Leitunterhalter. Aber jetzt hat er sich vertippt, glaube ich. Oh, nee, was? Nee, hier unten? Nee, das. Wo ist nochmal Gas? Gas ist rechts, ne? Kupplung kommen lassen. Kupplung langsam kommen lassen. Weißt du, der ist noch beim Stimmen, glaube ich. Ich glaube, das ist sehr. Und ist ein Gitarrenprüfer, der guckt, ob alles dran ist. Der spielt extrem schnell, kann das sein? Oh! Better of me, what is to be must be. Every day the bucket goes to the well, but one day the bottom will drop out. But one day the bottom will drop out. Hello. Hello. Very nice to meet you. Welcome to the program Fame Maker. Okay. I'm just assuming that you speak English because you can't be German. Are you German? I can speak a little bit English, but not so good as my German. Deutscher? Achso, okay. Ich dachte, so viel Talent kann es in Deutschland gar nicht geben. Wie heißt du denn? Kannst du uns deinen Namen nochmal verraten? Michael. Innensinger. Innen wie außen, Singer wieder Sänger. Ja, wir stehen alle, wir standen jetzt alle für dich, weil du das mega geil performt hast. Und ich kann mir gerade nur... Danke. Ich kann mir gerade nur in den Arsch beißen, dich gerückt zu haben, weil du triffst eigentlich, bei mir gerade voll ins Herz und ich hätte das sehr, sehr gerne gemacht. Ich kann nicht erklären, okay, warum ich das jetzt nicht gemacht habe. Ich schäme mich und... Entschuldige dich nicht, alles gut. Ja. Alles gut. Wo kommst du denn her? Überall und nirgends. Also ich bin mit Bus unterwegs. Im Sommer überreise ich mit Bus und mache Musik. Ich bin gelernter Steinmetz. Ich übe den Beruf aber nicht aus, weil ich habe einfach, muss ich ganz ehrlich sein, eine Scheißausbildung habe. Und dann habe ich mich entschlossen, dann fahre ich jetzt einfach mit dem Bus nochmal durch Deutschland, mache Straßenmusik. Ich kann von der Straßenmusik ganz gut leben, aber auch nur, weil ich mich dazu entschieden habe und ich auf Dinge verzichte, auf die vielleicht andere nicht so verzichten. Alles nicht leicht, ne? Das war so schön. Hey, du bist ein Megatyp. Aber niemand wollte, ne? Okay. Ja. Man trifft sich immer zweimal im Leben, ne? Ja. Willst du noch mal was singen? Was soll ich denn singen? Irgendwas vielleicht schön. Auch noch mal den Song. Okay. So. Mama takes the spirit from me. I can't use it anymore. A long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Oh, oh. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Yes. So schade. So wie das klingt, könnte man ja Glück haben und dich irgendwo auf
der Straße spielend treffen. Du kannst mich mit nach Hause nehmen. Ich muss nur... Ja? Oder so. Oder so. Oder so. Ich muss nur meine Sachen entpacken, aber du wartest, ja? Dann würdest du bitte nach Hause kommen und sagen, knock, 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 Caro. Bin ich zu Hause? Dankeschön, dass du da warst. Ich bedanke mich.